Hallo in Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Heute wird's richtig spannend, denn heute lassen wir zwei Fleischwölfe aus dem Hause Landig gegeneinander antreten. Testen. Und zwar einmal den W200 und den größeren Bruder, den WD300. Beim ersten Anschauen fällt auf jeden Fall auf, dass der WD300 deutlich massiver, deutlich größer ist. Ihr habt eine deutlich größere Wolfeinheit im Durchmesser. Und auch der Motorblock ist ein bisschen größer. Ansonsten sind die beiden Geräte fast baugleich. Ein Unterschied ist noch, dass der W200 nur über ein Kreuzmesser verfügt und der WD300 einen separaten Sehnenvorschneider hat. Wenn euch diese beiden Fleischwölfe im Detail interessieren, dann verlinke ich euch jetzt hier oben oder hier unten, beziehungsweise ich packe es in die Videobeschreibung rein, zwei ausführliche Testvideos, die ich gemacht habe über diese beiden Fleischwölfe. Und jetzt gibt es das ultimative Battle. Wir lassen die beiden Fleischwölfe gegeneinander antreten. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. In diesem kleinen Test-Setup habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben hier die beiden Fleischwölfe. Einmal auf der rechten Seite den WD300 und den W200. Und wir haben, damit das Ganze auch fair verläuft, 3 Kilo Fleisch pro Wolf. Und wir gucken jetzt einfach mal, welcher Wolf schneller fertig ist und vergleichen hinterher auch das Schnittbild, damit ihr einfach auch vielleicht eine bessere Kaufentscheidung treffen könnt und euch entscheiden könnt, welchen Fleischwolf ihr vielleicht demnächst in eurer Wildkammer haben wollt. Okay, bei los geht's los. Sagen wir mal, wir arbeiten auch mit unfairen Mitteln. Stopfen ist erlaubt, ja? Und meine Kamerafrau ist mit von der Partie und ich würde sagen, 3, 2, 1, los geht's. Wir machen trotzdem weiter. Ja, im direkten Vergleich, ihr habt es gesehen, war natürlich der WD300 deutlich im Vorteil und auch deutlich schneller. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, weil auch einfach laut Herstellerangaben der WD300 eine viel höhere Wolfleistung hat als der W200. Aber was man sich jetzt hier einfach mal anschauen muss, ist das Schnittbild. Also das Schnittbild ist minimal unterschiedlich. Ich finde, leicht feiner durch den separaten Sehnenvorschneider beim WD300. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Und ich würde sagen, ein Top-Schnittbild. Also die Wölfe arbeiten beide einwandfrei. Das können wir schon mal festhalten. Ja, um es einfach mal festzuhalten, beide Fleischwölfe sind Top-Produkte. Und ich habe den W200 jetzt ungefähr seit einem guten Jahr im Einsatz oder ein Dreivierteljahr und muss sagen, bin wirklich super zufrieden damit. Den WD300 habe ich jetzt recht neu, vor kurzem auch erst für euch getestet und ich muss sagen, die Leistung ist dann doch noch mal ein bisschen höher. Jetzt ist die Frage, für welchen Fleischwolf solltet ihr euch entscheiden?
Wenn ihr also regelmäßig wolft und regelmäßig Fleischwölfe in Einsatz habt, dann lohnen sich auf jeden Fall beide Fleischwölfe. Wenn ihr nochmal so ein bisschen mehr produzieren wollt, wenn ihr vielleicht auch eine größere Yacht habt und ihr viel deutlich mehr Wild erlegt, dann ist das hier auf jeden Fall das geeignetere Modell. Beide Modelle haben ein ähnlich gutes Schnittbild, das konnten wir jetzt hier sehen. Und beide Modelle haben auch eine akzeptable Wolfleistung. Also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Nur eben für den etwas professionelleren Anwender wäre das ja, Ding meiner Meinung nach besser gut geeignet. Aber auch für den regelmäßigen Nutzer ist das W200-Gerät ein Top-Gerät, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich hoffe, es war informativ für euch und hilft euch vielleicht, das mal so ein bisschen besser beurteilen zu können, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar. Macht's gut, Waldmanns Heil, bis zum nächsten Mal.